Moin, heute probieren wir mal neues Licht und neues Mikrofon aus. Mal gucken, wie das ist. Und passend dazu zum Thema neu, eine Schmeißer. Ja, warum? Ja, weil sie geil ist in OD Green. Ist eine 10,5 Zoll S4F, allerdings in der jagdlichen Variante. Ihr habt also aufgrund des M-Lock-Schafts ist die nur jagdlich zugelassen. Wenn ihr hier, wie es von Schmeißer ja auch gibt, eine Norec-Bremse dran macht und eine geschlossene Handguard, dann ist das Ding wieder sportlich zugelassen. Qualitativ 1A-Teil. Mir persönlich ist es schon fast etwas zu kurz, aber hat ja jetzt nicht jeder so Arme. Ne? Und wenn du dann so Halbarme hast oder etwas kürzer geraten bist, dann ist das ganz gut. Wenn man natürlich lange Arme hat und ist nicht zu blöd zum Übergreifen, bei mir wäre das immer so, dass ich denke, okay, machst du auch nur einmal. Ist jetzt nichts Neues, aber ist immer ganz interessant, das auch mal in einer anderen Farbe zu sehen. Zu den Gunfacts, 10,5 Zoll, verstellbare Gasabnahme, M-Lock 223, Schubschaft, komplett beidseitig bedienbar. Ordentlicher Abzug ab Werk. Hier Dingsbums. Keine Bremse, sondern hier ein Mündungsfeuerdämpfer, der so ein bisschen aussieht. Ja, martialisch schon anmutet. Muss man mögen. Ich finde es ganz interessant, um es mal so zu sagen. Wenn ihr die sportlich erwerben wollt, dann geht das in OD Green natürlich auch. Dann allerdings gibt es von Schmeißer die S4F Sport. Da habt ihr vorne eine Norec-Bremse drauf und einen geschlossenen Handguard, weil dann die Waffe nicht mehr so gefährlich ist. Klappern tut er nicht großartig. Ein bisschen Spiel hast du immer. Egal bei wem, weil muss ich ja bewegen. Aber wenn man mit Gewalt dreht, aber es ist jetzt nicht so. Er klappert jetzt nichts, was nicht klappern soll. Oh, S4F OD Green. Oh. Haben wir auch im Sport da, fällt mir gerade ein. Gucken wir uns die Sportvariante nochmal schnell an, weil wäre ja nicht so, dass die hier nicht rumliegt im Moment. So sieht die gleiche Waffe dann aus, wenn sie sportlich zugelassen ist. Mit geschlossenem Vorderschaft, Mündungsbremse, Norec-Bremse. Die macht echt Spaß zu schießen. Also dir als Schütze, den Standnachbarn dann eher weniger. Verstellbare Gasabnahme, Rest ist gleich. Beidseitige Bedienbarkeit, Schubschaft, ordentlicher Abzug. Das kann man bei Schmeißer tatsächlich so unterschreiben. Soll da in dem Preissegment aber auch haben. Also, merke, sportlich, jagdlich. Einmal sportlich, einmal jagdlich, gibt es beides. Ob das jetzt so ein Problem wäre, wenn der Sportschütze damit schießt, anstatt damit, das sollen andere entscheiden. Bin ein bisschen aus der Übung. Tschüss.